Ja, was wir hier sehen, ist ein Tata Nano. Das ist ein indisches Fahrzeug, welches in Indien mit Verbrennungsmotor für 2000 Euro umgerechnet zu erwerben ist. Und wir hier an der Westfälischen Hochschule haben dieses Auto umgebaut auf ein Elektrofahrzeug, welches ca. 5000 Euro in Serie kosten würde, würde man es hier bauen. Ja, Vorteile sind ganz klar. Wir fahren emissionsfrei in den Innenstädten. Das Beschleunigungsvermögen ist besser als mit Verbrennungsmotor. Wir können das Auto zu Hause auf der Steckdose, an der Steckdose aufladen. Und es ist für 4 Personen voll alltagstauglich. In Deutschland würde das Fahrzeug, so wie es hier dasteht, keine Straßenzulassung bekommen, da mittlerweile ESP Pflicht ist. Dagegen könnte man eine Einzelzulassung bzw. für eine Kleinserie könnte man eine Zulassung bewirken. Also wir selber an der Hochschule betreiben das natürlich nur erstmal, um aufzuzeigen, dass Elektromobilität auch günstig darstellbar ist. Tatsächlich könnte man das Fahrzeug in der Serie bauen und ich denke auch innerhalb Deutschlands und Europa wäre dafür ein großer Markt vorhanden, weil viele auch die Idee des emissionsfreien elektrischen Fahrens befürworten, aber nicht in der Lage sind und auch nicht bereit sind, bei den eingeschränkten Reichweiten, wie sie in der Elektromobilität üblich ist, viel Geld auszugeben.